Was wusste ich vorher über Indien? Ja, nicht so viel. Etwa so viel wie über Belgien. Nix. Lieber Klaas, herzlich willkommen in Varanasi, der heiligsten Stadt Indiens. Ich vermute, das Klima liegt bei angenehmen 47 Grad und deine Stimmung ist Bombay. Deine Aufgabe ist es, eine rituelle Reinigung im Ganges zu absolvieren. Ein Hindu-Priester wird das Ritual an dir vollziehen. Die Aufgabe gilt als bestanden, wenn du deinen Kopf dreimal in die Brühe getunkt hast. Los geht's morgen früh bei Sonnenaufgang. Bis dahin schlage ich vor, du flanierst ein bisschen durch die Gassen der malerischen Altstadt. Schau dich um, genieß die Zeit, die dir noch bleibt. Ei breiter, tipp, 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 tipp. Ich bin eigentlich kein ängstlicher Beifahrer. Indien gibt einem keine Schonfrist, man steigt aus dem Flugzeug aus und es ist heiß, überall klingelt's, überall kracht's, überall hupt irgendwas. So stell ich mir vor, im Kopf vom Winterscheib. Ist so ein bisschen, als wenn die Stocker Crash Challenge in Tropical Island stattfindet. Ei breiter, tipp, tipp, tipp. Oh, Alter. Naja, ist ja noch mal gut gegangen, ne? Ja, da kommt wieder einer. Wie oft er wahrscheinlich in seinem Kopf denkt, ach, ist ja noch mal gut gegangen. Ist ja noch mal gut gegangen. Ja, genau. Ich wusste so ungefähr am Anfang, was ich zu tun hatte. Da gab es irgendeinen Typen, den Joko organisiert hat, mit dem ich mich treffen sollte. Man kann es ja auch kompliziert machen. Man hätte ja auch am Hauptbahnhof mal treffen können. Nee. Doch, da vorne ist er. Sind Sie Bremen? Ja. Schönen Grüß von Joko. Hä? Oh, danke schön. Ich habe gehört, dass Sie ein langes Baden, ja. Rituale feiern. Muss ich. Mutig. Ja. Kommen Sie mit. Ja, alles wir gehen klar. Zum Gang. Also durch die Straßen zu laufen, überhaupt über die Märkte und durch die kleinen Gassen, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich fühlt wie in einer anderen Zeit. Guck mal, da ist der Joko da oben. Joko! Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber wie in so einem Indiana-Jones-Film. Dann kamen wir irgendwann zum Ganges. Der heilige Fluss, der Fluss von Paradies auf der Erde. Boah. Das ist, glaube ich, eines der beeindruckendsten Bilder, was ich je gesehen habe. Das ist ein uralter Badeplatz. Und hier kommen die Pilger seit Jahrtausenden. Aber ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass Joko sich über das Ausmaß der Gefährlichkeit, die davon ausgeht, auch gar nicht so richtig bewusst war. So dreckig habe ich mir nicht vorgestellt. Deine Aufgabe ist es, eine rituelle Reinigung im Ganges zu absolvieren. Die ganzen Abwässer werden da reingeleitet. Leichenverbrennungen finden statt, die ganzen menschlichen Überreste kommen in den Ganges und schwimmen dann da runter. Was natürlich für uns Westeuropäern sehr schwer verständlich ist, ist, dass hier gebadet wird und 10 Meter weiter wird eine Leiche verbrannt. Diese Trauer ist nicht so allgegenwärtig. Ja, das ist ein Charakteristikum des Hinduismus. In Hinduismus wird gelehrt, dass Tod ist kein Ende des Lebens. Mit dem Tod, wir wechseln unser Körper. Glauben Sie da auch dran? Ja. Ich kann gut verstehen, dass Leute nach Indien fahren und danach ein bisschen einen anderen Blick auf die Dinge haben, wenn sie wieder zurück in Deutschland sind. Den kriegt man hier recht unvermittelt. Es gibt ja zwei Gruppen. Die einen betrachten es aus der religiösen Seite. Die anderen eher aus der naturwissenschaftlichen Betrachtung. Naturwissenschaftler sagen, dass Konzentration von Polybakterien ist sehr hoch heutzutage in Gang ist. Und das ist gefährlich. Sie haben keine Resistenz gegen heilige Bakterien des Ganges. Wenn ein Deutscher tut das, ich bin sicher, geht er direkt nach Paradies. Joko dachte wahrscheinlich, das ist irgendwie so eine dreckige Mumpe, da muss Klaas mal rein. Und dann hat er ein bisschen Dreck in den Haaren und das ist alles ganz peinlich und dann muss er nass nach Hause zurück. Hallo, Joko, hier ist Klaas. Hallo Klaas, du hörst dich aber ganz gut an, das freut mich. Ja, lang nicht gehört, bla bla bla. Ich komme mal direkt zum Punkt, ja? Mama. Deine Aufgabe ist dir ja sicherlich noch bekannt, die ich hier erfüllen muss, ne? Im Gang ist baden, dreimal Kopf unter Wasser. Weil ich habe mir das gerade schon mal angeguckt, ne? Joko, ich glaube, du hast das ein bisschen missverstanden. Das ist nicht einfach ein dreckiger Fluss. Das ist mehr als das. Das ist. Kannst du mal irgendwo hingehen, wo es ein bisschen leiser ist bei dir vielleicht? Das nervt mich, da ist wahnsinnig viel Sound. Ich bin am leisesten Ort, den ich finden konnte. Könnt ihr alle mal kurz ein bisschen leise sein? Ich probiere gerade zu telefonieren, ja? So, ich war im Ganges und ich habe mir das angeguckt. Das ist eine riesen Müllhalde. Da werden die Abwässer dieser ganzen Stadt werden da reingepumpt. Wenn du mich jetzt angerufen hast, um mir die Ohren voll zu heulen, schön.
Aber das ist die Aufgabe. Es sah im Prospekt wirklich anders aus. Es tut mir leid, dass das jetzt da so schlimm ist vor Ort. Irgendwie ist ein schlechter Mensch, Winterscheid. Na klar, es kannst nicht schlafen. Kannst nicht schlafen. Geht dir der Tag im Kopf rum. Es ist Indien, die Spiritualität des Ortes. Denkst du über dein Leben nach? Oder wieso kannst du nicht schlafen? Ja, manchmal frage ich mich echt, ob bei dir da oben noch alles was hingehört. Ja, ich kann nicht pennen, weil ihr mich filmt, verdammt nochmal. Ich stehe hier mit drei Mann um mein Bett hier. Er hält hier mit dem Mikro unter die Nase. Wie soll ich denn da schlafen? Guck mal, da vorne ist Licht aufgebaut. Spiritualisiert euch jetzt mal raus aus dem Zimmer hier. Was? Ist gut. Ja, manchmal frage ich mich echt, wie ihr in diesen Job gekommen seid, ne? Ja, jetzt nicht deine Beleidigung hier. Ja, genau. No fear for when I'm alone. Dann hieß es dann am Tag 2, morgens um 5, mit dem Priester treffen. Lars, guck doch nicht so. Wie soll ich denn gucken? Ich verstehe, dass das für Menschen dieser Glaubensrichtung eine wichtige Sache ist und ich habe die Bedeutung dieses Flusses wirklich verinnerlicht und verstanden. Aber was ich auch verstanden habe, ist, dass es sau dumm bleibt für mich, das zu machen. Ich habe gestern mal ein bisschen geguckt im Internet, ne? Hätte ich sein lassen sollen, ne? Wieso? Im Gang ist die Konzentration an Kolibakterien, pass auf, 20.000 Mal höher als in Indien erlaubt. Und Kolibakterien, das sind nicht die netten Kollegen unter den Bakterien. Das sind unter den Bakterien noch die Arschlöcher, ne? Ich war mir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann davor stand, wirklich unsicher, ob ich es machen will. Mr. Klaas. Hallo. Hallo, hallo. He wants to perform ritual dating. Der lacht mich auch schon aus. Der Priester hat mich dann an die Hand genommen und ist dann mit mir da die Treppen runter. Ich habe dann so probiert, mit dem Fuß noch mal so vorzufühlen, was ja halt auch Schwachsinn ist, ne? So die wieder rauszuziehen, zu gucken, ob er noch dran ist. War dran. Und dann war ich da drin. Und dann war es auch egal. He says, help me out. Help is coming. Naja, und dann bis zur Brust drin stehen ist dann so die eine Sache, wo man noch so denkt, okay, aber dann noch das Untertauchen. Kurzen Reise nach Indien. Ein positives Urteil. Wahrscheinlich der interessanteste Ort, an dem ich jemals war. Da ist alles fit. Alter! Das Gute ist nämlich an dieser Gangesgeschichte, klar habe ich jetzt hier all mögliches Kräuch und Fleucht in mir, aber ich bin von all meinen Sünden reingewaschen. Im Gegensatz zu euch drei Kacknasen. Ich bin der einzig fromme Typ hier im Raum. Wer hätte das gedacht?